Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So, ich habe jetzt in der letzten Folge, haben wir hier alles abgeschlossen. Ich habe die restlichen paar Fragezeichen noch gemacht und auch das komplette Land jetzt befreit. Ich habe alles gefunden an Lagern, was wir befreien mussten. Ja, und mittlerweile müsste hier eigentlich alles fertig sein. Auf dem Teil der Insel. Müssen wir mal schauen, vielleicht kommt später noch was dazu, aber jetzt momentan sehe ich gerade nichts, was wir noch machen könnten. Und deswegen würde ich sagen, starten wir auch in der Folge mit dem neuen Abschnitt mit Toyotama. Genau, da haben wir schon ein bisschen was offen, ein paar Quests und sowas. Und werden wir wieder ganz gemütlich alles angehen. Die scheint nicht so groß zu sein. Ja, zieht sich vielleicht ein bisschen weiter in die Länge. Aber ja, wir schauen einfach mal. So, das erste habe ich schon angewählt. Wir werden jetzt der unbesiegbare Gosaku die Quest mal in Angriff nehmen. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Ich bin sehr gespannt. Und wenn es euch gefällt, Leute, lasst mir noch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. So, jetzt aber genug gesammelt. Wir starten. Mal schauen, schon die richtige Richtung? Ja. Genau. Nebenbei schauen wir natürlich, dass wir nebenquestmäßig alles annehmen. Und hier etwas. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Das Überlebendenlager? Das von der Umugi-Bucht? Es ist verflucht. Leute verschwinden. Die Menschen dort sind verwundbar. So ohne richtiges Heim. Leichte Beute für Verbrecher. Viele Überlebende haben ihre Familien verloren. Ihre Liebsten. Etwas Seltsames geht dort vor sich. Ich beende das. Okay, wir schauen mal, wo das auf der Karte ist. Okay, ist auch da drüben. Gut. Die Karte füllt sich langsam. So, jetzt gehen wir aber mal hier. Erkunden mal die Gegend. Hieß ja eigentlich, dass es hier mehrere Abschnitte sozusagen gibt, also ein Wintergebiet und sowas. Schauen wir mal, ob was das hier für ein Gebiet ist. Und Leute, ich spiele ganz gemütlich, also ohne Druck. Wir wollen ja nichts vergessen. Hier haben wir zwei Kunai gefunden. Okay, die sind jetzt voll. Wir müssen nämlich auf jeden Fall Vorräte sammeln. Okay, hier scheint Blumen zu sein. Wir schauen auf jeden Fall auch gleich in die Hütten dort noch rein. Und ich glaube, ich werde die Folgen jetzt auch ein bisschen länger machen. Also nicht plus 20 Minuten oder so, sondern wirklich, ich weiß nicht, so eine Dreiviertelstunde oder so. Halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Weil sonst wären das viel zu viele Folgen. Und so wird man, finde ich, nicht so schnell rausgerissen aus der Folge. Okay, hinten scheint irgendwie so eine Standarte zu sein oder Fahne oder was das ist. Wir schauen einfach mal hin. Hätte gern Platin in dem Spiel, muss ich sagen, aber mal schauen, ob wir das schaffen. Ich verspreche nichts.
Aber vielleicht schaffen wir es, ja? Ein neuer Schwertskin. Okay, dann schauen wir weiter. Das hier. Ach so, das sind Vögel. Geben uns die Raubtierfälle? Nein, nicht getroffen. Meine Fresse. Okay, das geht anscheinend gar nicht. Okay, vorne in dem Baum ist wahrscheinlich wieder ein Fuchsbau oder so. Nehmen wir doch gleich mit. Ah, okay. Okay. Stellt euch! Ja, das sind anscheinend ganz neue Gegner. Okay, da oben scheint eine Art Leuchtturm zu sein. Wir schauen einfach mal. Akashima Higata. Wir gehen einfach hier hoch. Mei, was macht ihr denn? Soll ich die Leiter raufgehen? Ah, wir haben ein bisschen Überblick. Ja, man sieht nicht viel. Das ist alles ziemlich im Nebel.
Okay, ist auch schon da. Hier gibt es noch eine Blume. Alles mitnehmen. Finde den Musikanten in Akashima. Okay, der ist da vorne. Wollte aber erstmal hier uns noch ein bisschen anschauen, bevor wir mit dem reden. Okay, gibt es einen Haufen Kunais auf jeden Fall. Fürst Sakai. Ja, ich komme gleich. Kommt her. Ja, gleich. Die Geschichte von Gosaku wartet schon. Dann würde ich erstmal ein bisschen gucken. Okay, wir sprechen mal mit ihm. Gosaku, erzählt mir von ihm. Sehr gern, mein Herr. Vor 2,5 Jahrhunderten versetzten die Rothandbanditen aus Akashima ganz Tsushima in Angst und Schrecken. Etwa zu dieser Zeit hörte ein Bauer namens Gosaku den Geist eines toten Samurai zu sich sprechen. Er fand den Leichnam, der noch immer seine glänzende Rüstung trug. Überwältigt von der Schönheit der Rüstung, stahl Gosaku sie. Okay. Bald darauf erreichte die Rothand Gosakus Haus. Er wusste, dass die Bauern alles an die Banditen verlieren würden. Und so legte Gosaku die Samurai-Rüstung an. Die Banditen griffen an. Gosakus Schwertarm zitterte vor Angst. Er wappnete sich für den Tod. Doch Hieb um Hieb prallte von der Rüstung ab und Gosaku strauchelte nicht. Die verblüfften Banditen wichen zurück, über ihre eigenen Füße stolpernd. Eine geheimnisvolle Ruhe überkam Gosakus Körper und Geist. Beeindruckt von Gosakus Tapferkeit, lenkte der Geist des toten Samurai seine Klinge. Binnen kurzem streckte Gosaku den letzten Banditen nieder. Und die Rothand wurde nie wieder gesehen. Jahre später, als Gosaku starb, schlossen die Bauernfamilien die Rüstung sicher ein. Jede Familie besitzt einen der Schlüssel. Nun suchen erneut Schrecken unsere Insel heim. Die Bauern Tsushimas wollen Gosaku auf einem Berggipfel gesehen haben. Ausschau nach einem mächtigen Krieger haltend, der uns heute schützen kann. Ich glaube, 5 Schlüssel haben wir schon. Die Rüstung ist noch sicher verwahrt. Und jetzt suchen die Mongolen danach und plündern Gehöfte auf der ganzen Insel, um die Schlüssel zu finden. Welche Höfe haben die Schlüssel? Aoi, Iijima, Kuta, Koshimitsu, Ohama und Yagata. Wenn ihr die Schlüssel findet, die Rüstung soll auf einem Berggipfel in Akashima versteckt sein. Die Mongolen werden sie nie bekommen. Dessen bin ich mir sicher, mein Herr. Ja, die Schlüssel habe ich doch aber schon, ne? Warte mal. Nee, das sind andere Schlüssel dann, oder wie? Aber ich habe doch hier schon mal so Schlüssel gefunden.
Eine Kunde, wo waren die drinne? Artefakte. Waren die nicht hier drinne? Da, Aoi, Kuta, Ohama, Yagata. Gusakus Rüstung, genau. Wir haben 1, 2, 3, 4. 4 Schlüssel haben wir schon. Genau, jetzt müssen wir die anderen Gehöfte noch anschauen. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal in diese Richtung. Norio ist hier, aber keine Spur von anderen Mönchen. Aha, okay. Langbogen. Ja, da warte ich jetzt erstmal. Soll ich euren Bogen verbessern? Nein, danke schön. Wir heben uns erstmal die Ressourcen ein bisschen auf. Fürst Sakai. Norio, wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Den werden wir jetzt aber noch nicht machen. Wir machen erstmal hier weiter. Das machen wir später. Braucht ihr einen Schwertschmied, mein Herr? Geschenkaltar. Was der Vogel will die ganze Zeit. Okay, da ist ein Fragezeichen. Das nehmen wir gleich mit. Schon ziemlich nah dran. Ne? Sumpffelsschrein.
Scheinbar aber nicht hochzukommen. So, man kommt hier von außen irgendwie dran. Ne, scheint nicht so. Aber irgendwie muss da weitergehen. Irgendwo muss sie den Weg reingeben. Den ich aber absolut nicht sehe. Okay. Ja. Kein Plan, ob ich richtig bin. Oh, hier geht's weiter. Mei. Ja, läuft doch. Talisman von Izanami. Schauen wir uns mal an, was der kann. Okay, müssen wir uns merken. Wir haben das, glaube ich, das Wiederbeleben noch gar nicht geskillt.
Ja, das wird ein bisschen die Gegend erkunden hier. So, weiter geht's. Ich sehe gar nichts. So eine Art Sumpfgebiet hier oder so. Wir reiten einfach mal. Irgendwann werden wir schon ankommen. Ich wusste, ihr würdet mich finden, Sakai. Du kannst gehen, Junge. Strohhüte sind feige Verräter. Ihr verdient alle den Tod. Und Samurai sind verwöhnte Heuchler, die echte Krieger wie mich ihres Ruhms berauben. Ich beweise es. Na dann los. Duell im ertränkenden Sumpf. In einer Burg gelebt. Das hat euch verweichlicht. Warum seid ihr dann außer Atem? Alter! Yeah.
Alter Schwede! Jetzt zum Schluss auch ein bisschen nachlässig geworden hier. Leb wohl, Rodin. Komplett dreckig hier. Wir mal sinnieren. Über Ungewissheit sinnieren. Gehöft. Scheint eher so ein Sumpfgebiet zu sein oder so. Ah, hier unten ist. Hier gibt es wahrscheinlich wieder einen Fuchsbau. Da vorne ist auch ein Altar. Na, da ist eh schon. Okay. Vorne ist der Altar. Okay, dann gehen wir gleich mal zum Gehöft weiter. Was wird das hier sein? Müssen wir uns erst bei Gegnertypen ein bisschen angucken. Präfektur Umuki.
Verletzte Gegner mit einem Sprengpfeil. Okay. Komplett daneben geholzt. Scheiße. Scheiße! Anfang. So eine Rotze. Okay. Ich bleibe hier, bis sie tot sind. Gegner sind in der Nähe. Hilf mir! Jetzt kann ich retten. Bald seid ihr frei. Meine Gebete wurden erhört. Vorsicht da draußen. Okay, die Hütten scheinen ziemlich gleich zu sein wie die von dem ersten Dorf, wo wir waren. Ist auch noch eine Hütte. Oh,
Ja, scheiße. Das ist gar nicht so einfach, hey. Wenn die halt so nah beieinander sind. Habe ich das Kettenattentat überhaupt schon geskillt? Kunai. Attentat. Okay, mit Dreieck einleiten. Das muss ich jetzt ein bisschen anders machen. Nein, geh hier runter! Alter Schwede! Ja, ich komme gleich. Still halten. Ich stehe tief in eurer Schuld. Ihr seid sicher. Hey, was macht ihr denn? Helf mir! Bald seid ihr frei. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Geht. Gebt auf euch acht. Okay.
Mörder! Mit dem Blut der Schwen! Zum Schock noch sich was zu. Jum Alta, Jutsu Schwedje. Ich weiß, es ist nicht schön, aber das hilft jetzt nicht. Zum Beschwäßen im Weltgute. Martana dran. Ein Havas Harvat Basan. Nur go Samurai chin non zum Tibet. Ach, ich hab was. Otat Asna Tirni. Zum Schungena Schick Bolson. Jum alles da. Matana. Sumuta. Sehr schön. Ihr seid Gosaku ebenbürtig, mein Herr. Nehmt als Zeichen meiner Dankbarkeit den Schlüssel für seine Rüstung. Ich werde sie zur Verteidigung von Tsushima tragen. Sehr schön. Haben wir den nächsten Schlüssel? Somit ist das Dorf auch befreit. Naja, ich muss ein bisschen offensiver spielen. Ich merke das schon. So, wir schauen jetzt, ob hier noch irgendjemand eine Quest für mich hat. Die Rauchpumpe nehme ich eigentlich gar nicht her. Munition ist voll. Mehr zu sein. Hier sind noch ein paar Vorräte. Welche gefiel euch am besten?
Es gibt drei, die ich nie vergesse. Legendäre Schwerttechniken, die nur die stärksten Krieger einsetzen können. Glaubt ihr, sie sind wahr? Natürlich, das sind nicht nur Geschichten, sondern Legenden. Und jede einzelne ist in Tsushimas Geschichte verankert. Dann hoffen wir lieber, dass die Mongolen niederkommen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir auch mit der Folge Schluss. In der nächsten Folge werden wir natürlich dann das nächste Gehöft machen. Das wäre dann dieses hier. Da kommen wir jetzt gar nicht so einfach hin, gell? Da müssten wir eigentlich hier hinporten. Und dann gehen wir da hoch. Genau, hier wäre noch ein Fragezeichen. Das machen wir aber im Laufe der Story, würde ich sagen. Dann machen wir die dann einfach mit. Genau, da oben ist auch noch mehrere Gehöfte noch. Okay, das nächste Gehöft ist dann hier. Gut, Leute, ich würde sagen, ich porte dann da schon mal hin und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.